Hallo und willkommen zu diesem Bearbeitungsvideo. Ich zeige dir in einfachen Schritten, wie man ein Bild entwickelt, dass man nicht viele Module dazu braucht und dass es eigentlich richtig einfach ist. Also viel Spaß und bleib dran! Dieses Bild habe ich bei mir hinterm Haus aufgenommen. Da habe ich einfach mit der Kamera etwas experimentiert. Das ist das Bild aus dem letzten Video. Und weil ich dort eben über meinen Bearbeitungsworkflow gesprochen habe, möchte ich das jetzt einfach mal zeigen, wie ich dieses Bild entwickeln würde. Vorab noch ein paar grundlegende Dinge. Wenn ich ein Bild entwickle, dann entwickle ich das so, wie ich denke, dass es mir gefällt. Wenn dir das Bild dann so nicht gefällt, ist es okay, aber ich mache das Bild für mich. Und das ist auch mein Rat an dich, wenn du für dich fotografierst und die Bilder für dich machst, dann entwickle sie so, wie es dir gefällt und nicht, wie es vielleicht irgendein Mainstream denkt, wie ein Bild sein muss. Also es gibt grundlegende Dinge, die beide Bilder wichtig sind, dass sie eben gerade sind, dass man darauf achtet bei stürzender Linie, dass man das ein bisschen anpasst, dass einigermaßen auch was Scharfes in dem Bild ist, es sei denn, es ist eben so gewollt. Es gibt so spezielle Verwacklungsbilder, die recht gut aussehen, aber grundsätzlich sollte ein Foto erstmal technisch in Ordnung sein. Es wird auch immer wieder gesagt, gerade in der Landschaftsfotografie, das sah niemals so aus wie dort. Für mich ist die Fotografie, einen Augenblick aufzunehmen, so wie ich den sehe und so wie ich den empfunden habe. Und so kommen dann auch die Bilder dabei raus oder so möchte ich, dass sie dabei rauskommen. Und grundsätzlich ist es eben so, wenn jemand ein Bild anschaut, so geht es mir eigentlich auch, wenn ich von irgendjemand Bilder anschaue, dann hat derjenige, der das Bild gemacht hat, der hat einen Bezug dazu. Ich habe da keinen Bezug dazu, genauso wenig wie du Bezug hast zu meinen Bildern. Und darum wird dir das Bild weniger sagen wie mir. Ja, das ist einfach so. Und man macht dieses Hobby für sich selbst, nicht für andere. Es sei denn, klar, du machst Auftragsarbeit und du wirst bezahlt dafür. Aber dann entwickle das Bild einfach so, wie es dir gefällt. Es kann sein, passiert mir auch ab und an, dass man es mit der Bearbeitung einfach mal übertreibt. Ich hatte das auch schon, dass ich Bilder entwickelt habe. Und wie ich da zu einem späteren Zeitpunkt drauf geschaut habe, habe ich mir gedacht, boah, also das muss man nochmal neu machen, das gefällt mir so nicht. Das hat zum einen damit zu tun, zu welcher Uhrzeit oder zu welcher Lichtstimmung man das macht. Es hat auch damit zu tun, ob der Monitor kalibriert ist oder nicht. Einfach auch nicht die Bearbeitung übertreibe. Ja, also klein anfangen. Und bei klein anfangen, da geht es auch schon zu den Modulen. Es gibt, wie ich gesagt habe, ja, 70, 80 Bearbeitungsmodule in Darktable. Man muss nicht alle benutzen. Lieber wenige benutzen und die, wo man benutzt, sich damit auch auskennen. Und das ist auch mein Ratschlag an dich. Fang klein an, schau dir die wichtigen Module an, arbeite dich dort rein und nutze erstmal die Möglichkeiten, die ich sage jetzt einfach mal Standardmodule so hergebe. Im Januar 2020 gab es einen Artikel von dem französischen Darktable-Entwickler Aurélien Pierre. Da ging es zum Thema LAB und RGB-Farbräume. Und eben wie Darktable für die Zukunft ausgerichtet wird und funktionieren wird. Und in diesem Artikel, der ist im Netz auch zu finden, ich kann auch eine deutsche Seite verlinken, die schreibe ich dann hier unten in die Filmbeschreibung, in die Videobeschreibung rein. Da ist eben von einem minimalen Workflow für Einsteiger die Rede und auf den habe ich mich im Prinzip auch im letzten Video bezogen und an den halte ich mich eigentlich auch. Also da geht es um die Belichtung, um den Weißabgleich, um das Modul filmisch oder filmig und Farbbalance. Und laut seiner Beschreibung bietet diese Module sehr viele Möglichkeiten und mit denen kann man rund
80% aller Bilder wirklich gut entwickeln. Und es stimmt eigentlich. Wenn man mit diesen Module weiß umzugehen, bekommt man wirklich sehr gute Ergebnisse raus. Okay, jetzt aber genug gelabert, dann fangen wir jetzt mal an. So, also das Erste, was ich eigentlich immer mache, ist erstmal das Bild vielleicht beschneide. In diesem Fall ist das Problem, hier steht so eine weiße Steinsäule oder eine hellgraue Steinsäule. Und wenn man jetzt mit der Belichtung weiter hoch geht, schalten wir mal die Belichtungskontrolle ein. Also ist zwar noch nichts ausgefressen, aber irgendwie es stört. Also man schaut eigentlich immer dahin. Aus dem Grund gehe ich eigentlich zuerst her und gehe über Zuschneiden. Ab Darktable 3.6 sollte man nicht mehr zuschneiden und drehen, sondern das einzelne Zuschneiden-Modul soll man nehmen. Dann belasse ich es immer auf dem Originalformat, so wie ich es mit der Kamera aufgenommen habe. Das ist jetzt hier mit der großen Sony aufgenommen. Wenn ich mit meiner MFT fotografiere, lasse ich eben auch immer das Originalformat. Ich habe mir die Hilfslinie für die Drittelregel, lasse ich mir einblenden. Und jetzt gehe ich einfach mal her und schau mal, wie man das am besten beschnitten kriegt. Und jetzt wäre so die Idee, dass vielleicht diese beiden Rosen einfach ja, mehr oder minder in die Mitte kommen. Es gibt ja hier keine Horizontlinie, auf die ich achten soll. So. Und das Hauptmotiv ist eigentlich diese Rose oder sind diese Rose. Ja, also da brauche ich hier keine Steinsäule und sonst irgendwas. Gut, dann gehe ich zur Belichtung. Da halte ich mich hier oben einfach an das Histogramm und ziehe das mal noch etwas hoch. So in etwa. Dann gibt es noch eine Neuerung. Also ich hatte ja gesagt, bei Darktable 3, beziehungsweise, ja, das war im Januar 2020, als der Artikel von Aurélien Pierre rauskam, Weißabgleich, den lasse ich eingestellt auf den Kamerareferenzpunkt, also so wie es die Kamera gemessen hat. Weil es gibt seit Darktable 3.4 die Farbkalibrierung, die man im Prinzip nehmen sollte, um den Weißpunkt zu setzen. Und das Modul Farbkalibrierung ersetzt wohl den Kanalmixer und arbeitet zusammen mit dem Weiß. Mit dem ja, Modul Weißabgleich. Es würde jetzt zu weit führen, das alles genau ausführlich zu erklären. Wenn man die Farbtemperatur ändern möchte, machen wir das am besten über die Farbkalibrierung. Wenn man das über den Weißabgleich macht, passiert nämlich Folgendes. Da kommt eine Fehlermeldung, dass man eben die Farbanpassung übers Farbkalibrierungsmodul nutzen soll. Also ich setze das dann im Prinzip wieder so zurück. Halt Farbkalibrierung. Und um den Weißpunkt zu setzen, ich einfach nur hier auf die Pipette. Dann zeigt er mir das so an. Okay, Weißabgleich, jetzt Filmic.
Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Video über Filmic machen. Ich nutze das jetzt einfach mal. So, warte, bei der Belichtung 0,92. Das geben wir hier noch dazu. Da geben wir hier auf 5. Da Belichtung noch hoch. Noch etwas mehr Kontrast und bei Farbbalance Lebendigkeit und auch noch mal etwas Kontrast. So. Da das Ganze etwas farbiger. Und erhöhe auch die Sättigung. So, und die Brillanz, dass das ganze Ding etwas mehr leuchtet. Ja, nicht so viel. So in etwa. Man kann dann noch lokale Kontrast, ja, da sind wir gleich, wenn man den mit Anschalter in der Schwarzwerte werden angezeigt, also da wo die abgesoffenen Bereiche, das ist zu viel, also lassen wir das mal noch weg. Was ich sonst noch gern mache, ich schaue immer, ob bei der Dunstentfernung, ob etwas mehr Klarheit da reinkommt und eventuell über den Kontrast-Equalizer so ein kleines bisschen mehr Kontrast. So. Und wenn man jetzt sieht, Zuschneide war im Prinzip das erste, sah recht flau aus. Ja? Und das eigentlich in ziemlich kurzer Zeit. Wir können das auch noch, das Zuschneiden, Snapshot. So ist der Vergleich vorher und nachher. Okay, ziemlich einfache Bearbeitung mit einem doch sehr ansprechenden Ergebnis, wie ich doch sagen möchte. Okay, und in diesem Sinn, das war's. Dankeschön, dass du zugeschaut hast. Wenn das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen hoch. Lass auch gerne einen Kommentar da. Ansonsten schau einfach mal wieder rein oder abonniere den Kanal, dann wirst du informiert, sobald es was Neues gibt. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, gute Zeit, bleib gesund, sonnige Grüße und tschüss.